Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter World. So, wie ihr schon seht, Leute, ich habe ein bisschen mit Ausrüstung gespielt. Ich habe hier ein paar neue Teile gekauft oder herstellen lassen. Und zwar das Knochenset. Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch der Helm und ja, die Hose sozusagen. Aber da fehlen mir noch ein paar Teile. Und die würde ich eigentlich jetzt irgendwie mal bekommen wollen. Bloß ich weiß nicht, wie man das jetzt hier macht, dass man frei in die Welt gehen kann. Also ich kann jetzt dort hinten zum Beispiel gar nicht rausgehen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Oder ob das erst später geht, ich weiß es nicht. Also ich bleib dann immer hier stehen, ich komme nicht weiter. Ja, vielleicht muss ich noch ein paar Missionen erledigen, dass das funktioniert. So. Servus, Leute. So, wir sollen mit der Küperin reden. Das werden wir doch jetzt gleich mal machen. Ressourcenzentrale. Oh, du bist so nett zu mir. Also, Fünfer, stimmt es? Du wirst uns helfen, das Lager wieder aufzubauen. Das sind ja tolle Nachrichten. Ich hoffe, du bist so gut wie dein Ruf. Wenn ja, haben wir viel für dich zu tun. Schließlich wird in der Kommission viele studiert. Nicht nur der Drachenälteste, mit dem du hergekommen bist. Es gibt schon genug zu tun, um die Basis instand zu halten und zu verbessern. Ohne ein Hauptquartier kann man nichts studieren. Die Ressourcenzentrale hier ist dafür verantwortlich, die Arbeit aufzuteilen und sicherzustellen, dass sie erledigt wird. Zurück zum Geschäft. Deine Aufgabe ist es, ein Lager aufzubauen. Geh auf eine Expedition in den uralten Wald, finde einen passenden Lagerplatz und sorge dafür, dass er sicher ist. Wenn Monster beschlossen haben, es sich an deinen Ort gemütlich zu machen, musst du sie davonjagen. Verstanden? Der Beutezug ist zum Etablieren des Lagers. Okay, vielleicht können wir das jetzt machen. Ein neuer kritischer Beutezug ist verfügbar. Lager im uralten Wald aufbauen. Sichere den Lagerplatz. Belohnung. Forschungspunkte 200 und einen Gutschein. Bestätigen. Okay. In der Ressourcenzentrale werden Forscheranfragen sowie die für deren Untersuchung benötigten Ressourcen verwaltet. Beutezug erfordern eine vorherige Registrierung, während du Lieferungsanfragen abschließen kannst, indem du einfach die Objekte abgibst. Wenn du Untersuchungen während der Quests und Expeditionen freischaltest, tritt mit der Ressourcenzentrale in Kontakt, um diese als spezielle Quest verfügbar zu machen. Im Startmenü kannst du unter Ressourcenzentrale jederzeit Informationen zur Ressourcenzentrale abrufen. Okay. Gut, Beutezüge sind Aufgaben, die du im Laufe deiner Quest und Expedition absolvierst. Sieh dir zuerst die kritischen Beutezüge an, dann wähle einen registrierten Beutezug aus. Du kannst mehrere Beutezüge gleichzeitig annehmen. Für die meisten Beutezüge erhältst du Rüstkugeln und Forschungspunkte. Wenn du einen Beutezug abgeschlossen hast, sieh in der Ressourcenzentrale vorbei, um dir deine Belohnung abzuholen. Kritische Beutezüge. Diese Beutezüge schalten neue Einrichtungen frei oder verbessern die bestehenden Einrichtungen. Sie werden automatisch angenommen und können alle parallel zu deinen registrierten Beutezügen sowie zueinander abgeschlossen werden. Registrierte Beutezüge. Davon kannst du bis zu 6 aus der Liste annehmen. Die Liste wird aktualisiert, wenn du von einer Quest oder Expedition zurückkehrst, weshalb du sie regelmäßig aufrufen solltest. Befristete Beutezüge. Diese Quests werden regelmäßig Online-Nutzern aus der ganzen Welt angeboten und sind lediglich für einen befristeten Zeitraum verfügbar. Okay, das machen wir erst später, das Online. Muss ich erstmal hier ein bisschen offline klarkommen. Bei Erscheinen der nächsten befristeten Beutezugs wird der vorherige überschrieben. Wenn du sie alle absolvieren willst, solltest du das Ablaufdatum im Auge behalten. Okay. Okay, wir haben jetzt das hier. So, können wir denn jetzt, finde das Lager im uralten Wald. Ah, okay, jetzt kann ich praktisch rausgehen. Zu einer Expedition aufbrechen. Ah, okay. Jetzt gerade sind wir in Astera. Wenn du zu einer Expedition aufbrechen möchtest, öffne deine Weltkarte und wähle ein Ziel.
Für diese Expedition müssen wir zum uralten Wald gehen. Je tiefer wir in die neue Welt vordringen, desto mehr Expeditionen können wir starten. Eine gute Motivation, oder? Okay. Okay. Urter Wald. Monster? Fragezeichen. Anjanat, große Jagras, gegen die haben wir ja schon gekämpft. What info, Bonus, Sammelpunkte. Okay, südwestliches Lager, machen wir das doch mal. Probieren wir einfach mal, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich würde gern so einfach ein bisschen die Welt erkunden. Ein bisschen Ressourcen sammeln und sowas. Weil ich brauche noch ein paar so Knochensplitter oder was das sind. Damit ich hier die Rüstung fertig bauen kann. Die Knochenrüstung. Ja, ist ziemlich viel Input zum Anfang. Aber das bin ich ja von Xenoblade Chronicles schon gewohnt. Das ist auch extrem viel, was man sich merken muss. Aber ich denke, dass man das erst mit der Zeit alles dann ja so richtig hinbekommt. Okay, begib dich zum neuen Lager. So, du kannst deine Expedition aufbrechen, indem du ein Ziel auf der Weltkarte auswählst. Okay. Ohne vorher eine Quest zu akzeptieren. Im Gegensatz zu Quests ist das Ende von Expeditionen offen, wodurch sie sich gut eignen, um die Welt zu erkunden. Genau das wollte ich machen. Expeditionen verfügen über folgende besondere Eigenschaften. Sie haben kein Zeitlimit, sie scheitern nicht, egal wie oft du ohnmächtig wirst. Sie besitzen weder Abschlussbedingungen noch gibt es für sie Belohnungen. Aber du behältst die auf ihnen gesammelten Materialien und Punkte. Monster verlassen das Feld nach einer gewissen Zeit. Okay. Du entscheidest, wann du von einer Expedition zurückkehrst. Bist du mit dem Erkunden fertig, kehrst du zurück, indem du einen der folgenden Schritte auswählst. Sprich mit einer Wildexpertin im Lager. Wähle im Menü von Expedition zurückkehren aus. Wähle auf der Weltkarte Astera aus. Okay, praktisch nur in unsere Basis zurückkehren. Kehrst du nach Abschluss einer Quest ins Lager zurück, wechselst du automatisch zu einer Expedition. Also da praktisch die Welt immer offen ist. Nimmst du von einer Wildexpertin eine neue Quest an, wird diese schneller vorbereitet. Vorausgesetzt, die neue Quest findet am selben Ort statt. Alles klar. Okay. Lass uns nach dem Lager suchen. Na gut, dann schauen wir doch mal. Ich habe übrigens auch eine neue Waffe. Zuerst erreiche, oder du die Orientierung verlierst. Öffne die Karte oder nutze die Spähkäfer, um mich zu finden. Okay. Wenn du die Basis verlässt, ohne dich zu einer Quest gemeldet zu haben, begibst du dich auf eine Expedition. Du kannst so oft ohnmächtig werden, wie du willst. Nutze das, um nach Lust und Laune zu erkunden. Und zu farmen, denke ich mir mal. Okay, da schon wieder das Riesenvieh. Nadelbeere. Wo ist die Nadelbeere? Ich muss jetzt hier mal ein bisschen Zeug farmen. Kann man hier eigentlich hoch? Ah, Nadelbeere bin ich schon auf Max. Okay, ich habe aber nur 3 Tränke. Warum habe ich nur 3 Tränke? Das ist natürlich nicht so geil. Ah, da sind noch Questgeber. Hier drüben. Oh, hallo, ich bin ein Forscher der Kommission. Mein Fachgebiet sind die Grimalkinen. Ja, die Grimalkinen. Keine Ahnung, was es ist. Die Grimalkinen sind eine in der neuen Welt heimische Lynianer-Art. Ich würde ja gerne ihre Sprache lernen. Aber diese mythenalten Knochen können diesen rauflustigen kleinen Kern leider nicht mehr mithalten. Könntest du mir helfen? Bei einem knorrigen Knöchel, wenn du ihn nachjagen könntest, würden wir sie in 0, nichts aufspüren. Was meinst du? Würdest du mit einem alten Mann einen großen Gefallen tun?
So, jetzt wollte ich aber mal schauen. Und zwar, wo ist die Karte? Hier gab es irgend so ein Knochenlager. Knochenhaufen. Genau hier wollte ich eigentlich hin. Zu dem Knochenhaufen. Aber wenn ich jetzt hier weitergehe, wird wahrscheinlich. Ein anderer Teil von der Karte aufgedeckt. Na, das sind Monsterspuren. Nee, ich will jetzt hier nicht hin. So, was ist das hier? Ich nehme alles mit, was wir mitnehmen können, nehmen wir alles mit, Leute. Okay, das ist gelootet. Ein Kräuterchen. Gut, damit haben wir wieder zwei Tränke mehr. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich so ein Riesenmonster sehen. Aus, um schnell dorthin zurückzugelangen. Ja, aber das heißt, es ist schon eigentlich offen, würde ich sagen, aber doch irgendwie ein bisschen verwinkelt. Also richtig offen ist die Welt auch nicht. Knochenhaufen, genau das wollte ich machen. Monsterknochen, sehr schön. Okay, somit ist der Knochenhaufen auch gelootet. Du kannst das Leuchtmoos als Schleudermunition verwenden. Schieß es an Wände, um dunkle Bereiche zu erleuchten, zum Beispiel Höhlen. Ja, wie kann ich das Leuchtmoos auswählen? Ich glaube, die tun mir sowieso nichts. So, wo ist der Knochenhaufen? Boah. What the fuck? Was ist denn das für einer? Auf der Karte kannst du einen Zielort für die Spähkäfer festlegen.
Ah, auf R3 kann ich den Wegpunkt festlegen. Ah, hier ist der. Ja, wo ist der Knochenhaufen? Ja, hier wollte ich eigentlich nicht rein. Das muss doch eigentlich gleich hier sein, oder? So, haben wir hier noch Leder? Irgendwo? Knochenhaufen? Ach hier, mei, das sieht mir auch so schlecht. Wahnsinn. Hier muss ein bisschen aufpassen jetzt. So, wie kann ich denn jetzt? Herstellungsliste. Wunschliste, und zwar einen alten Knochen brauche ich noch. Wo kriege ich alte Knochen her? Wo kriege ich alte Knochen her? Oh, was ist denn jetzt hier? So. Alte Knochen. Groß, ja, wollen wir den noch mal probieren? Dass wir den noch mal killen. Da ist er. Alter.
Boah! Greift dieses Vieh jetzt mich an oder greift es den an? Nein, du sollst es hier nehmen. Was? Ich bin gelähmt? Warum denn? Ah, shit, der war nicht gut. Naja, er hat nicht mehr viel. Ich glaube, dass wir den bald haben. Hier drüben. Thank you.
Geht er schon in sein Nest raus? Oh, der war nicht schlecht. Das muss ich mal schauen, dass ich nicht mal wetzen kann. Geil. Schauen wir mal, was wir kriegen hier. Nö, nix, okay. Ja, was ist das hier? Was ist denn das? Großes Gekritzel? Knochenhaufen? Ah. Ah, okay. Okay, dann schauen wir doch mal weiter. Wir wetzen nochmal. Ich brauche immer noch diesen alten Knochen. Wo finde ich denn den? Blaupilz? Ah, okay.
Können wir eigentlich mitnehmen hier die Vitalitätswespe? Genau, die macht uns einmal voll. Was hat der hier? Will der hier von mir? Hier drüben. Kuluyaku. Ein komisches Vieh. Nun, wenn wir diesen Störenfried nicht loswerden, hält das Lager keine Nacht lang. Ah ja. Okay, deine Spielkräfte können dich zu Monstern, Grimalkinen und sammelbaren Objekten führen. Drücke Touchpad, um die Gebietskarte zu öffnen. Ja, R3, das weiß ich schon. Auf Expedition wird die Leitfunktion deiner Spielkräfte nicht einfach durch das Sammeln von Monsterspuren aktiviert. Okay. Benutze dazu Kartenmarkierungen. Okay. So Leute, ich würde sagen, den Kuluyaku, den schauen wir uns in der nächsten Folge an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn es euch genauso gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Zur Basis zurückzukehren, öffne die Weltkarte in der Gebietskarte und wähle Astera. Genau, das wissen wir schon. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt dran. Ciao, ciao. Euer Andi.